Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen hier auf dem neuen Funkvideo auf dem QTH Brent, von der Bergfunkstation Brent. Heute am Start CRT Millennium V3 angeschlossen und dann schauen wir mal, ob wir heute vielleicht mal Erfolg haben und wieder mal was hier reinbekommen. Ne? Das ist leider noch keine Halterung für die Geschichte. Ich bringe mal die auch hier irgendwie rein, dass sie mir nicht immer ständig davon fliegt. Und dann schauen wir mal, ob da irgendwas geht. So, wir schalten mal an hier. Okay, jawohl. Kanal 1. Die Antenne ist dran. Ich hatte das letzte Mal leider auch keinen Erfolg mit irgendwas. Ich hoffe, dass euch nur antennemäßig und Magnetfuß alles okay ist. Funkgerät kann ich ausschließen, weil da ist ein anderes drin. Ich denke, da wäre was geht. 2, 3, 4, 5. Wo sicher was geht, ist, kann ich euch jetzt schon sagen, Kanal 21. Da kriegst du immer was rein. Die Türken sind extrem stark im Funk. Kanal 26. Schauen wir noch an, ob da irgendwas. Ach, wieso schalte ich den Daumen? Ich habe schon gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe schon gar nicht mehr dran gedacht, dass ich ja hier auch Up and Down machen kann. Ach, wie geil ist das denn? Ich war auch so dran am Albrecht-Funkgerät. Also gucken wir mal auf der 26. Guten Tag, Schwarzwald. Guten Tag, Schwarzwald. Hier spricht die Bergfunkstation Brent. Sind auch andere Bergfunker hier im Moment auf Empfang und können mich aufnehmen? Bitte kommen. Ich habe mal alles draußen, Raussperre und alles, einfach nur Funkgerät an. Scheint aber noch nicht viel zu gehen hier, ne? Guten Tag, Schwarzwald, allgemeiner Anruf. Hier spricht die Bergfunkstation Brent. Sind andere Stationen auf Empfang und können mich aufnehmen? Bitte kommen. Sieht nicht so aus. Gehen wir mal auf den Anrufkanal 1. Ja. Radio Istanbul kommt rein, wie immer. Den würde mal interessieren, mit was für Anlagen die funken. Allgemeiner Anruf, hallo Schwarzwald, hier spricht die Bergfunkstation Brent. Sind andere Bergfunker im Moment auf dem Schwarzwald unterwegs und können mich aufnehmen? Bitte kommen. Selbes Phänomen wie beim letzten Mal. Weltweites Rauschen und recht wenig Action gerade. Ich weiß auch nicht, was los ist. Auf FM kriegst du nur noch Amis rein. Und auf AM und auf FM als Balkan bis Portugal. Aber momentan ist schwarzwaldmäßig hier tot. Sind zwar hier als Rappel voll. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Allgemeiner Anruf, hier spricht die Bergfunkstation Brent. Dennis am Mikrofon, sind andere Bergfunker unterwegs, die mich hier aufnehmen können? Bitte kommen. Firestick auf dem Dach. Akku an. Funkgerät am Start. Und wieder mal allein im Schwarzwald.
Naja, wird schon lang genug hier der erste Clip. Ich schaue jetzt mal, ob ich irgendwas reinkriege. Dann zapp ich wieder rein. So, Dille, ich habe mal Fahrzeug verlegt. Bin jetzt 100 Meter weiter runter. Bin hier zwar ein paar Meter tiefer, aber wenigstens ist hier nicht ganz so viel Durchgangsverkehr. Da oben ging es ja gerade so wie im Weihnachtsschlussverkauf. Und ja, hier sind wenigstens keine anderen Autos. Aber viel mehr tut sich hier auch noch nicht. Vom 1er Anrufkanal. Hallo Schwarzwald, hallo Schwarzwald. Hier spricht die Bergfunkstation Brenten. Ist am Mikrofon, sind andere Bergfunker auf Empfang und können mich aufnehmen. Bitte kommen. Wir haben schon ganz erfolgreich gefunkt hier, Paul und ich. Ich saß noch mal an einem heißen Sommertag, da war es draußen so heiß, das war nicht ausgehalten. Sind einfach mal oben hier 10 Meter in den Wald rein, hier ist eine Einfahrt. Und ja, war ganz angenehm. Man kann so viel schlechter vom Standpunkt dann aus nicht sein wie da vorne. Man ist jetzt auf jeden Fall mal weg von den ganzen Anlagen, vom Turm, von den ganzen Fahrzeugen. Aber viel gehen tut hier immer noch nicht. Wir gehen mal auf den 26er Bergfunkerkanal. Allgemeiner Anruf, hallo Schwarzwald, hier spricht die Bergfunkstation Brent. Dennis am Mikrofon, sind andere Bergfunker unterwegs, die mich hier aufnehmen können, bitte kommen. Ich werde es weiter probieren. Hallo Schwarzwald, hier spricht die Bergfunkstation Brent. Dennis am Mikrofon, sind andere Bergfunker unterwegs, die mich aufnehmen können. Bitte kommen. Ja, hallo Michael, hier ist Station Antares, der Mathis. Hey, da war was, ich habe es aber nicht ganz verstanden. Durchgang bitte nochmal wiederholen, ist nicht ganz bei mir angekommen. Ja, ich kann nicht aufnehmen. Ich habe nur den Namen und die Station noch nicht ganz verstanden. Ging ein bisschen im Rauschen unter. Alles klar. Hier ist der Mathis, Station Antares. Spreche ich mit dem Freund? Ist das richtig? Habe ich Sie an der Stimme erkannt? Ja, hier ist die Bergfunkstation Brent. Dennis am Mikrofon. Schön, hier jemanden reinzubekommen. Ja, Tito. Freut mich. Dich habe ich nur auf YouTube bisher gesehen. Freut mich, dich mal live hier in Kursus zu sehen. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich bin gerade hier in der Nähe vom Schauinsland. Wo ist dein QTH? Ja, meiner ist hier auf dem Brent. Das ist hier der Hausberg von Furtwang. 1100, ja, fast 1200 Meter hoch. Ah, alles klar, der Brent ist bekannt. Da war ich auch schon oft, allerdings nur zum Wandern, nicht zum Funken. Ich stehe hier auf über 1300 Meter. Und ja, kann dich hervorragend aufnehmen. Ich würde sagen Radio 4 und Santiago 3 bis 4. Wie ist das bei mir? Also du kommst ja mit einer 7 rein und ich würde mal sagen, ja, 7 und 4. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich habe mal Videos schon von dir gesehen. Hast du die McKinley noch am Start oder mit was funkst du gerade? Heute probiere ich ein neues Gerät aus. Das ist die kleine CRT Millennium Version 3. Oh ja, auch schönes Gerät. Ich bin hier unterwegs mit einer Handquetsche Lafayette Orano. Ah, Lafayette sagt mir was, das Modell jetzt nicht, aber nicht schlecht für ein Handfunkgerät. Ja, ich habe die ein bisschen getuned, besser gesagt nur an der Antenne, eine lange Antenne dran gemacht und dann spielt die wunderbar, wenn man ein bisschen höher ist. Freut mich, dass ich rüber zum Brett komme. Also das sind, ich sag mal, bestimmt 40 Kilometer. Ja, ich kann es nachher mal nachschauen, wie viel das wirklich ist. Ja, eine längere Antenne ohne einen höheren Standpunkt ist A und so. Ja, genau, so ist es. Also wenn du mein genaues QTH eingeben willst, dann gib Haldenköpfle ein. Haldenköpfle am Schauinsland. Da stehe ich jetzt. Haldenköpfle im Schauinsland, alles klar, werde ich mir merken. Suche ich mir mal raus, dann kann ich mal die genauen Kilometer dazu schreiben. Super. Ja, super, alles klar. Was hast du für eine Antenne heute?
Ich habe im Einsatz momentan nur noch eine und das ist so ein Fire Stick hier, diese 2,15 Meter lange Fiberglasantenne, wo dann außenrum so eine Wendelantenne aufgedrillt ist in Rot. Habe ich gedacht, passt ganz gut zum Fire Stick und ist auf einem großen Sirui Magnetfußteller. Ich hatte die von einem deutschen Online-Shop, also so einem deutschen Funkhandel. Ich kann jetzt aber gerade nicht mehr genau sagen, welcher das ist. Aber ich kann es mal daheim raussuchen und werde es hier dazu schreiben, welcher Laden das war. Ich weiß nicht, ob er die noch hat. Ja, die kommen ursprünglich aus Amerika. Ob die Fire Sticks aus China dann auch die Originalen aus Amerika sind, wage ich mal zu bezweifeln. Ja, das glaube ich auch, dass die irgendwo aus Fernost kommen. Also wir quatschen jetzt mal noch ein bisschen. Super, endlich geht hier mal was. Schau ins Land. Muss ich mal gucken, was da noch geht. Außerdem habe ich noch einen halben Liter Tee dabei. Ich hoffe, der ist noch richtig heiß. Dann kann ich mir, wenn es zu kalt ist, mal ein bisschen was Heißes zu Gemüte führen. Genau. Mike, wieder zu dir. Ja, den heißen Kaffee, den habe ich heute leider vergessen. Das werde ich nur bereuen, habe ich das Gefühl. Ja, alles klar. Aber auf dem Brand gibt es ja oben auch eine Gastwirtschaft, oder ist die geschlossen heute? Boah, ich denke mal, wenn sie offen hat, dann hat sie heute wahrscheinlich schon offen, weil hier sind brutal viele Touristen. Da habe ich aber umgeparkt, weil da vorne war so viel los. Also sie wären blöd, wenn sie heute nicht auf hätten, ne? Weil da werden wahrscheinlich ein Haufen Leute Kaffee und Kuchen wollen. Ah ja, okay, dann ist ja zur Not noch, also verhungern musst du wahrscheinlich nicht im Auto. Wenn du da, ist es ja, ich war ja auch schon mal oben. Also vielleicht da 500 Meter entfernt, da gibt es ja da, ich glaube, ein Gasthaus. Aber drin war ich selber auch noch nicht. Ich bin da auch nur wandern gewesen. Ja, es gibt ja das Hotel Brent und noch ein bisschen weiter in den Wald rein ist so noch das Naturfreundehaus, da so eine kleine Gastwirtschaft. Aber ich verhungere nicht, ich habe genug Reserven auf den Rippen dabei, also da kann man dann schon mal so einen Nachmittag ohne Imbiss überleben. Ja klar, auf jeden Fall. Ja, ja, das geht mir auch. Vor allem nach Weihnachten, Weihnachten sammelt sich da immer wieder ein bisschen mehr als normalerweise im Laufe des Jahres. Das ist zu viel Süßzeug. Mike, zu dir. Ja, das kenne ich. Ich bin auch blätzchensüchtig und meine Frau und Tochter backen immer jede Menge Nachschub. Ja, das ist natürlich feiern. Aber ist natürlich auch lecker. Abend getestet. Oh, hier kommt gerade einer vom Kandel rein. Also, außer natürlich auch der kommt noch krasser rein. Wegen der Überreichweiten. Also ich hatte nur eine halbe Stunde QRM mit Santiago 6. Ich weiß nicht, wo es herkam. Und, muss man wegen den Schatten legen, vielleicht zu viel Sonne hier? Also 11 Uhr war also Santiago 1, Santiago 0,5. Ja. Und gerade jetzt ist also auch zwischen 41 und 80 ist also auch totale Ruhe. Ja. Also Thorsten, der ist nicht verloren, der Spot. Dennis, kannst du mich noch aufnehmen? Vielleicht wechsel mal meinen Kanal, weil ich höre gerade auf Kanal 1 einige hier von der Gegend noch. Ja, lass uns mal runtergehen auf 80. Ich glaube, wir haben ja direkt noch einen im Kandel drin, den kriege ich noch besser rein wie dich. Gehen wir auf 8-0. 8-0, alles klar. Roger. Ah, servus, ist der Rest noch hier? Ja, wir gehen mal auf die 3. Ja? Ich bin auf 8-0 angekommen. Dennis, auf dem Brent, kannst du mich aufnehmen? Jawohl, ich bin auch auf der 8-0. Die anderen haben jetzt auch gerade mitgekriegt, dass da viel los ist. Die wechseln auf die 3 hoch. Passt, ja, da hat man es gehört, der war drüben auf dem Kandel. Der ist natürlich auch optimal hier rüber, den habe ich richtig gut reinbekommen, aber endlich geht hier ein bisschen was. Aber ich habe ihn kurz zugehört, er hat auch schon gesagt, dass hier über die ganzen Kanäle hier momentan gerade absolute Ruhe ist, hier mit deutschem Funk hier im Südwesten. Ah ja, alles klar. Also nee, ich habe schon einige reingekriegt, allerdings ziemlich verschwappelt. Ich glaube, das war gut weiter ist, weg. Wenn ich das mal irgendwie so richtig... Willst du auch hier auf den Dreier mal gucken, wer da sonst noch ist? Ich habe den Kandel auch gehört. Oder willst du noch eher lieber mal auf den 80er bleiben? Nee, lass uns mal auf den 03 wechseln, mal zuhören, weil da sonst schon ein bisschen online ist. Roger, da bin ich auch gespannt. Treffen wir uns auf den 03, bis gleich. Alles klar. Das ist ja cool, wäre. Das Ding wird wirklich heiß. Also das ist mehr als warm, das ist heiß. Da kannst du wunderbar eine einwandige Edelstahltasse draufstellen. Dann hast du wunderbar immer heißen Kaffee, wenn du das irgendwo schön horizontal hinstellen kannst. Ne? Also da kühlt dein Kaffee sicher nicht ab. Wir wechseln mal auf 3 hoch. Ne? Das Schöne ist hier die Bedienung am
einer kleinen Funke hier. So, mal gucken, was hier ist. Ich habe mal Rauchsperre und alles immer draußen, um zu hören, was hier auch geht. Mal schauen, ob da der Kandel von Gönner ist. Ja, für das Kleine muss ich auch irgendwie so eine Halterung irgendwie hier anbringen. Vielleicht kann ich die, hier hängt halt immer mein Telefon. Vielleicht kann ich hier ebenfalls mit so beidseitigen M3-Klebeband vielleicht die Schnellhalterung für das Gerät hier anbringen. Das wäre natürlich geschickt. Das ist einfach zu wenig Platz und hier ist alles rund durch diese Lüftung hier. Das ist keine gerade Fläche, wo du irgendwas anbringen, anschrauben oder ankleben könntest. Ich will nur Brakes, aber sonst passiert hier noch nicht viel. Mal gucken, wo die hin sind. Aber immerhin wieder mal ein QSO. Wir haben schon auf den 26er. Hallo Schwarzwald, hier spricht die Bergfunkstation Brent auf dem Brent. Dennis am Mikrofon, sind andere Bergfunker hier auf Kanal 26 unterwegs, bitte kommen. Sonst lümmeln sich da immer so ein paar Bergfunker rum. Was auch gut ist, wenn es kalt ist, ne? Wenn es mal richtig kalt im Auto sitzt, kannst du ja wunderbar deine Hände wärmen. Jetzt weißt du, wieso die hier noch diese Kühlrippen haben und hier noch wirklich auf dem ganzen Metallgehäuse hier. Unten hast du ja einen Plastikdeckel, aber die Platine ist ja hier wahrscheinlich an der Decke angebracht sozusagen, an der Oberseite. Von unten kannst du aufmachen, also muss ja die Platine kopfüber aufgehangen sein und gibt schön die Wärme hier über das Metalloberteil und die Kühlrippen ab. Gut, aber hier ist nichts. Gehen wir mal wieder runter. Down. Sind auf 2. Den sehr gut. Das ist der einzige Messenger, den ich drauf habe. Ne? Sehr guter Empfang hier. Jetzt ist gerade hier so ein neuer VW T7 vorbeigefahren. Der hat enorme Zündstörungen verursacht, aber richtig übel. Und kaum hat er einen Motor ausgemacht, war Ruhe. Sehr gut. Guck mal, ob wir hier reinkommen. Ja, heute läuft's. Ich bin hier auf dem Funk hier. Ich habe deine Videos da am Anfang immer angeschaut, wo noch so aktiv warst. Das freut mich ja richtig klasse hier. Du kommst super rein hier mit Santiago 9 auf dem Kandel. Wo steckst du? Ja, ich bin drüben wie immer hier auf dem Hausberg Brent und du kommst bei mir hier mit 9-9 rein. Also wie wenn du hier neben dem Auto stehen würdest. Klasse. Das ist ein Ding, du. Ja, Hausberg, heißt der Brent, ja? Ja, das ist Brent. Wenn man das so bei Google Maps eingibt, dann findet man den Standort wirklich unter Brent, Furtwangen. Also das heißt hier oben Brent, die Straße heißt Brent, hier gibt es 2, 3 Häusle mit Hausnummern, also ist wirklich so zu finden und gehört halt zur Stadt Furtwangen, darum halt so Hausberg, weil das hier der höchste Punkt ist, wo die Furtwanger dann eben so hingehen können. Erstaunlich, Mensch, Wahnsinn, ja, das ist ja eine Verbindung. Ist es immer so auf dem Kandel, dass das so sauber sitzt da? Ja, also hier rüber zum Kandel, das ist fast wie ein Draht gespannt, also wie ein Telefon. Das ist wirklich immer super zum Kandel rüber. Klasse, Mensch, prima, prima. Ja, ich weiß, du warst oben da auf dem Schliffkopfalz und so, da komme ich von zu Hause. Ich bin ja Freiburg-Littenweiler, ne? Also Station UFO-1 am Mike der Hannes. Und da komme ich eben mit SSB, komme ich da mit Santiago 3 bis 4, komme ich auf den Schliffkopf hoch. Und da bist du auch als unterwegs, gell? Ja, halt funktechnisch in Nordschwarzwald. Ich bin sonst hier immer am Brent. Aber hier die Nordschwarzwald-Funker, die sitzen ja dann immer da auf dem Schliffkopf oder auf der Hornisgrinde. Und von dort hat man hierher eigentlich auch einen guten Empfang. Das sind so Luftlinien, zu denen dann direkt 50 Kilometer. Und da beide so die höchsten Berge sind, geht es eigentlich hier relativ gut hier bis zu den Jungs da im Norden. Ja, klasse. Das ist ja cool hier in Freiburg runter. Wie sieht es da von deinem Standort aus? Ja, da ist so ein bisschen das Problem, weil da drüben eben so der Kandel und das Ganze ein bisschen im Weg ist. Also je nachdem, wenn einer in Freiburg Nord wohnt, also im nördlichsten Zipfel von Freiburg, das ist das, was man noch erkennen kann, wenn man vorne am Brennturm steht. Ne? Aber sobald es hier Freiburg Mitte wird oder Freiburg nach Süden, da sind die Berge im Weg. Ja, ich bin ja leider im Dreisamtal da und da macht es natürlich ganz klar dann bemerkbar, dass das Höllental zu steil hochgeht. Ne?
gelaufen, wobei das auch schon eine ganze Weile eigentlich. Klasse, zwei QSO hintereinander. Hey, der Standort, ich glaube, ich komme jetzt immer hierher. So, jetzt geht's rund. Ach, am Tunnel. Das ist ja klasse. Jetzt kommen sie alle auf die Berge. Endlich, ist ja klasse. Michael, grüß dich wieder, das hören wir uns schon wieder. Er ist immer schön auf dem Kante. Ja, das klappt richtig gut hier. Kommst klasse hier rein, Santiago 7, Radio 5, ja, also überhaupt kein Problem, gell. Bist auch mal nochmal hochgefahren und ein bisschen Sonne genießen, ja. Mike, nochmal zu dir, Michael. Ja, die Sonne ist gut. Er kommt doch immer super rein. Haben wir immer. Ich habe mein Auto Anschlag. Gestellt, in der Hoffnung, noch hier Anschlag. Sonne tanken zu können, damit das Auto wieder nicht so voll läuft mit Wasser. Jetzt sind da noch die Bäume und der Sonnenstand ist so tief, dass ich jetzt hier auch schon wieder halb verschattet bin. Ja, aber gut, ein bisschen gelaufen bin ich auch und heute ist ja wirklich hier Hinz und Kunst unterwegs. Schön, wenn man noch einen Platz kriegt, wo man sein Auto hinstellen kann. Ne? Ich gebe nochmal zu dir zurück, Hannes. Macht halt alles wieder Völkermäßig. Jetzt geht's rund hier. O drauf, aber ich hoffe, dass sie nicht so jetzt sind sie langsam alle hier. Mit S2 rein, ja. Ja, hier oben geht's. Wir haben sofort einen Parkplatz gefunden hier. Ich bin hier diesmal familiär unterwegs, nicht nur zum Fahren. Hier ist echt besser der Platz. Ich muss mal hier ein bisschen hier vor. Fahren, ja. Bin ich komplett weg von da oben. Noch die Station weniger Tunis hier. Mal gucken, ob das klappt. Dennis, kannst du Michael aufnehmen? Ja klar, kann ich ihn aufnehmen. Hier Turner ist natürlich noch näher hier und auch optimal von der Höhe. Kommt ebenfalls glasklar mit einer 9.9 hier rein. Ja Dennis, ich grüße dich ganz herzlich hier vom Turner. Du kommst mit einer 5.9 rein und der Hannes mit 5.8 hier. Das ist ganz brillant und hat ja schon Telefonqualität. Ne? Super. Dennis, ich grüße dich ganz herzlich. Ich nehme an, du stehst auf dem Brent oder wo bist du? Ja, klar, immer hier auf dem Brenn. Bloß jetzt mal, ich habe ein bisschen umverlegt nach 100 Meter weiter vorne, weil mir war da oben echt zu viel los. Zu viele Autos, zu viele E-Autos, zu viele Leute, die ständig hier reingeguckt haben. Da habe ich gedacht, stehe ich mal da vorne, wo ich mit dem Paul schon mal war im Sommer, so in dieser Waldeinfahrt. Aber das ist, ja, richtig, ich erinnere mich, ja. Ja, das ist doch großartig. Schön, mehr wieder von dir zu hören, ist recht klasse. Und ich habe dich schon vermisst, habe gedacht, ja, wo bleibt der Kerle denn all die Zeit? Ich gebe nochmal zu dir zurück. Ja, war immer viel zu tun und hatte wirklich null Zeit. Musste mir also auch immer die Zeit aus den Rippen schnitzen dafür, aber habe beschlossen, jetzt wieder den Sonntag als Sonntag sein zu lassen und da mal die Arbeit ein bisschen ruhen zu lassen, weil man kann nicht rund um die Uhr arbeiten. Man muss auch mal ab und zu wieder mal ein bisschen raus, Sonne tanken, frische Luft tanken und ein bisschen Spaß haben und mal ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Darum werde ich das mit dem Funken hier wieder ein bisschen verstärkt aufnehmen. Ja, das wollen wir doch hoffen, Also wirklich, der Sonntag ist Sonntag und man sollte ihn auch als solchen behandeln. Es ist der Tag des Herrn und das sollte uns zu denken geben, uns nicht immer hier an erste Stelle zu stellen. Ja, dann gebe ich rüber auf den Kandel. Das ist ja die kleine Kiste. Kandel. Mein Sohn, der ist hier mit der Technik beschäftigt, das war interessant. Eine coole kleine Kiste hier. Ja, da ist das. Also Freunde, ihr seht, ihr braucht nicht viel. Ist mit Versand, 75 Euro. Kommt mit dem Zigarettenanzünder, das heißt, ihr könnt das Ding sofort im Auto betreiben, braucht dann nur noch eine Antenne. Da werde ich jetzt demnächst auch noch was Billiges ausprobieren, vielleicht als Tipp. Aber ich werde es erstmal ausprobieren, dass ich dann auch vielleicht permanent im Auto lasse, weil diese 2,15 Meter lange Wendenantenne, die kann ich nicht immer im Auto haben und transportieren, weil die ist zu groß hier, dann kannst du ja nicht hinten sitzen oder was. Ich hier noch einen Break reinkriege. Ich meine, ich hätte noch einen Break gehört. Break, komm rein. Dann kannst du immer noch. Die ist immer dabei, das ist ja nichts. Da ist jetzt ganz schön, was läuft auf dem Kanal? Komm rein. Mitnehmen. Hier ist die Station Antares, der Matt ist auf. Ah, Antares ist wieder, okay. Kannst du mich aufnehmen? Vom Showinsland. Jetzt sind alle Berge besetzt, ja, fehlt bloß der Nordschwarzwald. Freunde, wo steckt ihr? Mattes, ich grüße dich. Ja, du kommst hier rein. Super. Bin da 3 und nach 4. Endlich. Gott sei Dank. Was für eine Durststrecke das war. Ja, freut mich, dass das heute auch klappt. Ich freue mich total, Freunde. Platz da unten gefunden, wo ich es hinlegen kann. Einsatz, ja. Ist okay. Das finde ich richtig gut, gell. Also, schönen Sonntag euch und vielleicht hören wir uns später nochmal. Wir fahren noch irgendwie ein bisschen weiter. Vielleicht ist nochmal eine Gelegenheit. Mike zurück. Ja, aber ich wünsche ich euch eine knitterfreie Weiterfahrt und schaut, dass ihr dann gut ankommt und alle wohlbehalten seid. Dann sage ich tschüss, ciao, cheerio, rüber auf den Kandel zur Station UFO 1 der
Johannes und hier ist die Miki 216, der Michael Amaik hier, Standmobil auf dem Turner und dann gebe ich zum Dennis. Ja, Hannes, 7355, war schön, dich gesprochen zu haben. Grüße an Kandel, Grüße an die Familie. Schönen Sonntag noch. Und danke, Dennis, danke, Michael. So, dann haben wir noch die Station. So, wir machen mal ein bisschen weiter hier, ne? Ja, Joe, sag mal was. Den kann ich nicht ganz verstehen, der Frauschlag. Ich hab dich hier echt nicht erkannt. Ich hätte dich hier nicht. Also, noch fürs Protokoll. Turner von hier ist 12 Kilometer und von hier zum Haldeköpfle auf Schauinsland sind es genau 30 Kilometer Luftlinie. Aber der ist doch ein bisschen stark verrauscht. Unglaublich, ja, ich bin hier auf dem Parkplatz von den Langläufern und ja, jetzt habe ich mich gedacht, ich kriege noch ein bisschen Sonne ab, jetzt sind da so blöde Bäume noch. Die ist geiler Platz, da ist die ganze Zeit Sonne. Den ganzen Mittag, von 12 bis Sonnenuntergang. Geiler Platz. Asphalt, brennt die Sonne runter, dass das dir gerade, dass du Spiegeleier braten. Jetzt habe ich noch mitgekriegt, wo der andere herkam. Hinter, da verkriecht sie sich hier, hinter den Bäumen. Ja, schön dich zu hören, Joe, das ist großartig, klasse. Ich gebe nochmal zurück und dann kannst du weitergeben. Wir haben noch den Dennis, die Station brennt, auf dem brennt. Und den Mathis, den haben wir noch. Die Station Antares. So ein kleines Gerät. Auf dem Schau ins Land. Bitte schön, Joe. Joe. Der Joe, ja. Man kann ihn verstehen, aber es rauscht doch stark. Aus Breisach. Hallo Joe, ich kann nicht aufnehmen, aber du gehst schon ganz gut im Rauschen unter. Aber ja, ganz, ganz knapp kann ich dich noch aufnehmen. Santiago 5 für mich. Ja, hallo Joe, herzlichen Gruß auch von mir. Ich kann dich hier relativ gut aufnehmen. Ich stehe hier 30 Kilometer mit der Handfunke. Bin hier hochgewandert und habe die kleine Handquetsche dabei. Kann dich aufnehmen mit einer Santiago 4, Radio 3. Geht relativ gut. Funkgerät ist irrelevant. Brauchst du eine möglichst lange Antenne und möglichst hohen Standpunkt. Rest ist egal. Kannst du ein Billiggerät nehmen, kannst du ein Funkgerät für 50 Euro kaufen oder für 500. Wenn die Antenne zu kurz ist und der Standort zu tief, wirst du nicht weit kommen. Oder mitten in einem Tal sitzt, wie ich zu Hause. Da kann ich einen LKW erreichen, der vom Haus vorbeifährt. Sonst ist fertig bei mir. Ja, da gibt es die 1,30 Meter lange Teleskopantenne für die Handfunkgeräte, die sind gut. Die spielt eigentlich richtig gut, also ich bin ganz begeistert, dass ich den Michael auf dem Turner und auch den Dennis auf dem Treibstuhl reinkriege. Mike, ist wieder zu dir, Joe. Ja, okay, komm, war zwar ein bisschen anstrengend, aber ich habe die gleiche Antenne hier, auch diese 1,20 Meter, 1,30 Meter, wo da unten der Aufkleber drauf ist, 27 Megahertz. Ach was, er hat auch ein Handfunkgerät? Ja, von, auf jeden Fall hatte ich selber Antenne vor die Handfunk, auch diese 27 MHz belabelten 1,30 Meter langen Teleskopantenne. Ich weiß jetzt nur nicht, ob er die jetzt gerade verwendet oder ob er am, zu Hause sitzt an der großen Anlage. Ja, ich danke fürs Mike. Und das ist halt brutal. Turner ist. Ich habe hier eine elektrische Fußmatte ja im Auto. Eine elektrische Fußmatte? Alter, wie geil ist das denn? Schuhe ausziehen, schön Füße drauf. Klasse. Hochfahre, ach, endlich geht hier wieder mal was, ey. So geil. Jetzt wird's immer voller hier. Das ist so der Heinz. Der Heinz von der Amazonas da. Was nur krass ist, der Joe aus dem Breisgau, der ist jetzt komplett bei mir im Rauschen wegverschwunden. Hier ist so irgendeine neue Störquelle aufgetaucht. Du bist mit einer 5 und einer 8 hier. Guck mal, womit die Amazonas hier reinkommt. Sind zwei auf dem Schauinsland? Ja, hallo Heinz. Hört ihr das? Ich bin hier am Schauinsland bzw. Haldeköpfle. Da ist jetzt eine richtige Störung drauf. Und Radio 5 aufnehmen. Schön, dich zu hören, Heinz.
1-2 zu dir. Ja, grüß dich. Kann dir das Gleiche geben? Oh, komm gut. Heidenköpfe, lass sich überlegen. Ach so, beim Skilift dort. Ja, komm genau. Gut rein mit einer 7. Ach so, du bist am Berg oben mit der Handgurke. Jawohl. Das ist ja immer eine sehr rudimentär hier angezeigt. Das ist ja auch mal schön. Bist du am Skifahren? Bin hier mit Turnski hochgelaufen. Genau, ein bisschen wandern. Mit Turnski? Ja, ist ja noch besser. Ist ja echt super. Ja, prima. Ganz toll. Ja, ich stehe hier, Moment. Ebenhof, Storen 24. Also da stehe ich jetzt gerade. Hier so rechts mal ein Parkplatz ist es nicht, aber Auto. Ich habe mich da so in den Schnee reingegraben. An der größere Seite, Anlage, weil da kommt ja. Gut rein. Okay, was stört jetzt hier noch? Zu Micky. Ja, danke fürs Mike. Wir haben jetzt hier noch den Joe im Breisach und den Breisach, Dennis auf Breisach. Dem Brent. Nicht Breisgau, Breisach. Brent, dann Dennis, du kannst bestimmt den Heinz gut lesen. Ja, einwandfrei kommt hier mit einer glatten 7 rein. QRM bei mir hier. Der letzte Durchgang hatte ich da gerade weggeschrappelt hier. Aber trotzdem 73, grüß dich hier vom Schauinsland. Ja, servus, kann ich hier glasklar aufnehmen mit einer 7, würde man sagen, Radio 5. Ja, 7,5 kann ich dir da ebenfalls zurückgeben. Jetzt habe ich, glaube ich, den Joe noch gehört. Grüß dich, Joe. Ja, Breisach. Breisach, nicht Breisgau, was ich vorher gesagt habe. Breisach. Jetzt kann man wieder hören, aber es ist ganz schlecht geworden. Coole kleine Büchse. CRT Millennium V3. Weiß irgendjemand, was der Unterschied zwischen den V1, 2, 3 waren? Einfach nur neue Bauteile, andere Softwarestand? Ja, stehe hier irgendwo, mal irgendwo so wo zwischen rein. Wo ich was gefunden habe. Hier ist die Hölle los, hier ist der Bär los. Hier ist echt unglaublich, das ist Wahnsinn. Wir sind ja gestern schon oben gewesen, bei dem schönen Wetter. Da vorne war mir auch zu viel los. Alle 10 Sekunden ist irgendjemand am Auto vorbeigelatscht. Weiß nicht, wie sieht es auf dem Turner aus? Ist bestimmt auch die Hölle los. Michael? Du, das geht, es geht hier wirklich. Also der Parkplatz an der Straße, der ist voll, ja. Aber ich stehe jetzt hier bei den Langläufern auf dem Parkplatz. Es wundert mich, dass noch keiner mich abgezockt hat, aber der ist so gut wie leer, ja. Also stehen hier. Coole Sache. 6, 8, 10, 12, ja, vielleicht 15. Endlich auch. Wieder mal. Auf dem großen Parkplatz. QSMs. Also bei den Langläufern ist noch mächtig Platz. QSO. Und das ist ein nach so langer Zeit wieder. So ein paar ganz wenige Langläufer, ganz wenige. Ein paar Kinder, die rodeln und jetzt sehe ich. Ja, hier noch eine schöne Außenaufnahme von meinem Spot hier. Also ich glaube, an den QTH komme ich öfters. Hier ist einfach weniger los. Ist natürlich zwar Bäume rundherum, aber ich parke hier ziemlich weit vorne. Man sieht es nicht geil aus, dass er hier im wunderschönen Schnee. Von hier aus muss ich gleich noch ein Bild machen. Das sieht cool aus. Antenne auf dem Dach. Gehen wir mal näher ran. Die anderen werden jetzt wahrscheinlich nicht gerade mitkriegen, dass ich gerade weg bin. Wenn sie mich anfunken, denke ich, bin verloren gegangen. Ja, schön, die Firestick auf dem Dach. Hab schon Befürchtungen gehabt, dass irgendwas kaputt sei an Antenne oder am Fuß, weil ich jetzt wirklich dann so lange keine Gespräche reingekriegt habe, aber es war halt einfach nichts los. Aber jetzt haben sich Gott sei Dank wieder ein paar Leute hier gesammelt, ne? Ja, hier sind wir schon mal gestanden mit dem Paul. War ein super heißer Sommertag, da haben wir uns hier ein bisschen in den Schatten zurückziehen können, das war geil. Wenn in der Sonne da ist ein Sonnenbrand gekriegt. Aber hier auch im Winter sehr gut, weil da ab 12 Uhr mittags kommt da unten die Sonne, wandert hier über den Berg, bis sie hier wieder untergeht. Das heißt, du hast hier wirklich stundenlang klasse Sonne. Oh, das sieht auch gut aus hier. Naja, noch ein paar Fotos machen. Jawohl, ich kann den Rudi prima aufnehmen. Ich müsste jetzt nochmal aufs Display schauen, um genau sagen zu können, was wir denn hier von Wert haben. Das war keine Frage, ob ich den Rudi höre. Ich grüße dich. Rudi ist jetzt da auf einer Jupiter-Station, kommt richtig gut rein. Da habe ich so nicht genau gesehen, was für ein Santiago-Wert er hat.
Schade, ja, 7. Kommt ja alles immer gut mit der 7 rein. Ich hätte niemals gedacht, dass bei dem Wetter ein Auto da oben ist. Und genau da steht jetzt an meinem Stammparkplatz das Auto. Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen verdeckt zu dir. Und das wird wahrscheinlich einen halben S-Wert da ausmachen hier. Berry 1 hat angeschlossen, Motten müsste in Ordnung sein. Von deiner Seite klasse. Auch sehr gut. Also auch auf der Box kann man wirklich gar nichts sagen. Das haben die gut hinbekommen. Das sind aber alle Superstars wirklich einwandfrei dran. Mike, du? Ja, also ich muss sagen, deine Modulation ist sehr angenehm. Schön hell, laut genug. Wir kommen da bis am schlechtesten ran. Aber es ist natürlich auch von mir aus gesehen wirklich ein Tal. Also, da kann man mit Berge dazwischen. Aber trotzdem erstaunlich, was alles geht. Ne? Handfunke, Funken zu Hause, auf den Bergen. Mathis, ich habe das Foto gesehen, ganz toll. Ganz toll. Und Joe, also der hat hier S9 gemacht bei mir. Störungen mit S9, volle S9 und da war weg. Elektroautos sind ein Problem. Wo er die gemacht hat. Ja, auf der manche haben solche, also sind solche Elektroschleudern. Bis zwei Autolängen. Dass wenn so ein Ding vor dir parkt, neben dir parkt oder nur an dir vorbeifährt, kann sein, ist und, fertig. Das ist natürlich, der hat solche Störungen gemacht, der hat sich sowas von platt gedrückt. Also da war absolut. Das ist gut, ich werde jetzt immer hier parken, weil da vorne auch gleich. Die Roten, wurde auf der anderen Seite gehalten haben, das war auch ein E-Auto. Okay, wer weiß, jetzt vielleicht. Mal, ob der Dennis noch QAV ist. Dennis, zu dir auf den Brent. Jawohl, Rudi, ich kriege hier super rein mit der Santiago 7, würde man sagen, Radio 5, 6. Ich habe vorher geantwortet, aber als ich nach dem Funkgerät gegriffen habe, habe ich aus Versehen einen Kanalwechsel vorgenommen auf eins tiefer. Deshalb habt ihr mich nicht gehört. Bin jetzt aber wieder da, höre ich klar und deutlich. Ja, okay, alles klar. Hier ist nicht der Rudi, sondern der Heinz hier, Station so. Amazonas. Amazonas. Und deine Moderation ist sehr, sehr dumpf, wollte ich nur sagen. Und gib gleich das Mike Rubia zum Rudi. Rudi, grüß Rudi, dich. Genau. Ja, grüß dich auch. Ich grüß dich auch noch, Mathis. Ich habe jetzt Mike bekommen. Grüß natürlich Dennis. Lang ist es her. Aber so alle paar Jubeljahre klappt mal rauf zum Brent. Mike, zu dir hoch. Ich habe leider kein kleines S-Meter. Ich werde mal an das Gerät nachher anschließen. Das wird in der Mode wegen leiser sein, aber hat wenigstens ein gescheites S-Meter dabei. Mike, zu dir hoch, Dennis. Ja, Rudi, dir kann ich auch eine 7 geben. Radio 4 bis 5. Kommst hier klar und deutlich an. Ja. Also ich habe so das Gefühl, heute kriegen hier bei mir alle eine 7. Bis auf der Turner, der schlägt halt hier voll durch. Wunderbar, dann klappt das ja alles weiter. Ich wollte ganz kurz noch, ich habe bei der Berry, da hat mir immer gesagt, dass die A-Modulation verhältnismäßig leiser war wie das FM. Da habe ich gestern versucht, das lauter zu machen, aber ich habe sie mit hinkriegt. Vielleicht nachher ob wir noch ganz kurz einen Test machen könnten, auf AM bei den neuen Kanälen, auch die letzte Runde nicht zerstören. Und ich wollte es mal vielleicht ankündigen, ganz kurz. Da gibt es Mike Meiber ganz zum Mathis. Grüß dich. Ja, hallo Rudi. Klasse Sache.